Todesgefahr durch Erdnüsse? Oft siehst du beim Einkaufen genau diese Hinweise. Und dieser scheinbar belanglose Satz kann Leben retten. Warum das so ist? Wir erklären dir, was ein allergischer Schock ist und was dabei genau im Körper passiert. Jucken im Hals, Rötungen und Schwellungen, so geht's meistens los. Aber warum ist vor allem die Erdnussallergie besonders häufig? Das liegt an den Proteinen, also den Eiweißen der Erdnuss. Im Vergleich zu anderen Nahrungsmitteln enthalten Erdnüsse sehr viele Proteine. Sie sind so widerstandsfähig, dass sie starkes Erhitzen, wie zum Beispiel Rösten, unbeschadet überstehen. Sogar unsere Magensäure kommt beim Verdauen nicht gegen sie an. So gelangen die Proteine der Erdnuss unverändert in unseren Körper. Für Allergiker wird das zum Problem. Denn ihr Immunsystem, also das körpereigene Abwehrsystem, spielt verrückt. Eigentlich hat es folgende Aufgabe. Unser Immunsystem erkennt Krankheitserreger und bekämpft sie, sodass sie uns nicht schaden. Doch auch das Immunsystem macht Fehler und irrt sich manchmal, so wie bei der Erdnuss. Es verwechselt die Proteine der Erdnuss mit Krankheitserregern und startet fälschlicherweise das körpereigene Abwehrsystem. Diese Form der falschen Reaktion ist eine allergische Reaktion. Wie ist das möglich? Grundsätzlich entsteht eine Allergie in zwei Schritten. Erstens die Sensibilisierung und zweitens die allergische Reaktion. Beginnen wir mit der Sensibilisierung. Das ist sozusagen die Vorstufe einer Allergie. Du isst zum ersten Mal eine Erdnuss. Bei manchen von euch kann sich das Immunsystem irren. Es ordnet das Erdnussprotein als Feind ein. In der Folge bilden deine Immunzellen bestimmte Antikörper. Sie haben die Form eines Y. Antikörper sind Werkzeuge des Immunsystems und sollen gefährliche Erreger unschädlich machen. Sie werden so gebildet, dass sie den Erreger immer wieder automatisch erkennen. Dass das Immunsystem aber hier überflüssige Antikörper bildet, ist noch nicht alles. Die Antikörper binden sich zusätzlich an sogenannte Mastzellen. Durch den Irrtum deines Immunsystems ist Schritt 1, die Sensibilisierung, abgeschlossen. Und das ist die entscheidende Grundlage für eine allergische Reaktion. Wenn du jetzt zum zweiten Mal eine Erdnuss isst, startet das eine Art Kettenreaktion deines Abwehrsystems. Die allergische Reaktion beginnt. Die Antikörper erkennen das Protein der Erdnuss wieder. Das aktiviert wiederum die Mastzellen, die nun das Hormon Histamin ausschütten. Dieses Hormon sorgt bei einer allergischen Reaktion dafür, dass unsere Haut errötet und anschwillt. Auch die Muskeln in den Atemwegen ziehen sich zusammen. Das kann zu Atemnot führen. Dein Immunsystem löst also einen Vorgang aus, der eigentlich einen Feind, wie Bakterien oder Viren, also Krankheitserreger, bekämpfen soll. Aber es ist nur die Erdnuss, die das Immunsystem einmal falsch eingeordnet hat. In ganz seltenen Fällen kommt es sogar zum allergischen Schock. Das heißt, überall in deinem Körper wird das Hormon Histamin ausgeschüttet. Viele Symptome treten gleichzeitig auf. Lebensgefahr. Innerhalb von Sekunden brauchst du Hilfe. Das Tückische dabei ist, es braucht nicht viel. Schon kleinste Mengen an Erdnüssen, die die Haut berühren oder in der Luft liegen, können den allergischen Schock auslösen. Deswegen auch der Hinweis auf den vielen Lebensmittelverpackungen. Zum Glück gibt es für Betroffene eine schnelle Hilfe: Adrenalin. Adrenalin gibt es auch als Notspritze. Es versetzt deinen Körper quasi in den Überlebensmodus und hemmt das Histamin. Deine Muskeln entspannen sich wieder. Mehr Sauerstoff kommt in die Zellen. Das Atmen wird leichter. Adrenalin wirkt schnell und kann bei einem allergischen Schock dein Leben retten. Ob auch ihr so heftig reagiert, das findet ihr durch einen Allergietest bei einem Arzt oder einer Ärztin heraus. Nur wenige Menschen bekommen einen allergischen Schock. Sie sollten ihr Notfallset mit Adrenalin immer bei sich tragen.
Warum entwickelt aber nicht jeder von uns eine Erdnussallergie? Ob du allgemein für Allergien anfällig bist, liegt teilweise in den Genen und wird vererbt. Haben beide Eltern zum Beispiel die gleiche Allergie, ist es zu 80% wahrscheinlich, dass auch du daran erkrankst. Einen kleinen Einfluss auf unser Immunsystem haben wir aber, um zu verhindern, dass es sich irrt. Der frühe Kontakt mit Keimen. Dazu zählen eine natürliche Geburt, das Stillen und eine frühe, vielfältige Nahrung. Das alles spornt das Immunsystem an. Es wird toleranter gegenüber fremden Stoffen und bildet weniger überflüssige Antikörper. Worauf reagiert ihr allergisch? Schreibt uns mal in die Kommentare. Und abonniert unseren Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt.